zurückhaltende, aber beharrliche und perfektionistische Natur ist es, wo auf Dauer zur wahren Erleichterung führt. Weil die völlige Durchsicht durch die Verworrenheiten der Menschen, von höheren Kräften auferlegten Rätselhaftigkeiten, das einzige Ziel des Animist ist, orientiert er sich bei der Gestaltung von seinem Leben an den erwähnten Argumenten. Er sucht sich ein Stück Buchenwald, mindestens 500 Ellen in der Länge und deren 300 in der Breite, worauf er unter der grössten Buche eine auf Stelzen gelagerte Hütte errichtet.
Joker's getting wild, baby. Yeah! You know, it's gotta be the freak of the week. Der Gestaltung seines Lebens an den erwähnten Argumenten. Er sucht sich ein Buchenholz mit mindestens 500 Ellen in der Länge und 300 in der Breite, worauf er in den Boden eingelassene Einstiegsluke betritt. Die einzige Öffnung seiner Unterkunft bildet, schützt den eifrigen Maninisten vor Ablenkung durch Licht oder unvermeidliche Geräusche der Natur, wie dem Zirpen der längst geringelten Querbandschnäpfe oder dem Glucksen des gackernden Legehuts. Auch wird der Maninist auf diese Weise sehr mühseligen, dem morgendlichen preisgewirksamen vorangehenden Ausstiegsvorgang an seine alleinigen Schoße der Erde liegende Fruchtbarkeit erinnert, nachdem er sich an einem reichhaltigen Frühstück aus Himbrom, Johannisbreisel und Eichelbeeren gelabt hat, zieht sich der Maninist bis zum Abend in stiller Meditation in seine Stube zurück. Der Brunftruf, der im Moment des Abtauchens der Sonne unter den zweithöchsten Wipfel des Waldstücks erfolgt, dient zum Anlocken einer Partnerin, mit der sich der Maninist darauf folgend paart. Nach erfolgter Geburt eines Säuglings entreißt der Vater der Mutter das Kind und zieht es fortan bei sich auf, um ihm im Winter durch seine buschige Brustbehaarung einen Hort der Wärme zu bieten.